should we do, Sergeant? Marita klingt wie ein Schlager aus den 80ern, ist aber die neue Map für Battlefield 5, die im Juli kommt. Nachdem Al-Sundan ja eher eine klassische Karte ist, also mit großen Distanzen und Panzern und Flugzeugen, konzentriert sich Marita ganz auf Infanteriegefechte. An Vehikeln gibt's hier nur Transporter. Während der hier versucht einzuparken, eins vorweg, EA hat mich nach LA eingeladen, dafür vielen Dank. Deshalb muss ich dieses Video wie immer bei so einer Kooperation als Werbung kennzeichnen. Aus Zeitmangel spreche ich diesen Text auch nur so spontan in mein Mikro, sonst ist die E3 vorbei und ich habe nur aufgenommen und nichts hochgeladen. So, also, weiter im Text, also halt ohne Text. Marita spielt in Griechenland, womit wir ja eigentlich auch gleich wieder im Land der Schlager sind. Die Map ist relativ schmal und obendrein gekrümmt wie eine Banane, deshalb sind die Distanzen hier sehr kurz. Außerdem gibt es viele Gebäude. Als Soldat würde man dazu also sagen, Orts- und Häuserkampf. Und der schreit natürlich nach automatischen Waffen. Gleich noch was zu den Waffen. Die waren zwar in dieser Version alle freigeschaltet, aber alle auf Stufe 1. Deshalb habe ich eben keine Specializations und keine besonderen Guckchen. Aber das kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Und anders als im letzten Video kommen hier die Medics eben ganz gut zurecht mit ihren Maschinenpistolen. Hier habe ich außerdem auch die neue, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt in Battlefield 5 schon gibt oder ob die erst noch kommt, aber jetzt habt ihr die auch schon mal gesehen. Und wer als Versorger gerne mit Schrotflinten spielt, der wird sich auch auf Marita freuen, denn hier kann man ordentlich was rauspumpen. MMGs sind hier aber eher nix. Denn wer hier lange rumliegt, der wird halt weggepumpt. Sniper kommen hier auch nicht so klar, also ich habe es gar nicht erst versucht. Die Szenen hier sind von Pathogen, der auch auf der EA Play war. Die Flaggenbereiche sind auf Marita auch sehr klein, das heißt, hier ballt es sich nochmal extra. Das muss man natürlich erstmal mögen. Die Map fühlt sich so ein bisschen an wie Fjell, nur mit ja, deutlich weniger Schnee. Landschaftlich ist die Map aber wirklich sehr, sehr schön und damit auch deutlich schöner als Fjell. Ich finde das ja toll, wie regelmäßig eben die Blätter aufwirbeln bei Explosionen, also wirklich toll anzuschauen. Besonders auch wegen der Beleuchtung, also diese tief liegende Sonne, die hier von der Seite immer so reinstrahlt. Das ist schon schön. Wer wie ich lieber mit Panzern und Flugzeugen spielt, also ganz klassisch Battlefield, der wird Marita wahrscheinlich meiden wollen. Aber immer nur Panzer und Flugzeuge, das ist ja auch lahm, also ist die Map ganz gut für den Mix. Im August kommen ja noch zwei Close Quarters Maps, die dann in die gleiche Kerbe schlagen. Die gibt es dann wahrscheinlich auf der Gamescom zu sehen, wenn die nicht dann sogar schon draußen sind. Und im Oktober kommt dann Operation Underground, das ist die Neuauflage von Metro, die aber in Deutschland spielt. Ich glaube, das kann man aus dem Trailer so nicht raussehen. Die konnte ich schon spielen, aber nicht aufnehmen. Die zeige ich euch dann, sobald ich kann. In den kommenden Tagen habe ich dann noch Videos von Watch Dogs Legion, von Call of Duty Modern Warfare, was übrigens sehr, sehr geil ist, und von anderen schönen Sachen für euch. Also schnappt euch ein Abo, lasst gerne einen Daumen und Kommentare da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao.